Alter, was geht ab, Leute? Hier? Es ist Sonntagabend. Morgen wird der Ultra-Bonus endlich angekündigt. Ich habe euch heute auf Social Media die ganzen Sachen gefragt: Twitter, Facebook, Instagram, sogar auf YouTube. Da gibt es so einen Community-Bereich. Da habe ich euch auch gefragt. Und es gibt so 4 Punkte, die so am häufigsten, am meisten genannt werden. Und die werden wir durchgehen. Ich gebe euch so meine Meinung dazu. An sich, ich habe eigentlich keine Meinung, keine Idee, was kommen könnte. Und ich lasse mich da überraschen. Also ich hoffe auf nichts Spezifisches. Hat am Anfang die Theorie, dass einfach doppelt alles nochmal kommt für eine Woche. Aber seit gewisser Zeit denke ich nicht mehr daran. Aber einer der häufigsten genannten Punkte war eben auch dieses nochmal doppelt alles als Event, als Bonus. Dass dann nochmal Staub, nochmal EP und nochmal Bonbon alles zusammenkommt. Wir sind an einem Punkt angelangt in Pokémon, wo das eigentlich gar nicht mehr so juckt. EP juckt eigentlich nicht mehr. Selbst Staub juckt eigentlich gar nicht mehr so. Dreifach Staub die Woche. Ich muss ehrlich sagen, ich war nicht einmal farmen. Und Bonbon juckt eigentlich auch nicht mehr. Also momentan sind wir in einem Status, in einem Zustand angelangt in Pokémon, wo man echt nur noch heftige Sachen will. Und als Ultra-Bonus würde ich das nicht mehr bezeichnen. Das ist halt ein nettes kleines Event, aber echt Ultra-Bonus. Schon der Name Ultra. Da erwarte ich echt was Heftigeres. Wie gesagt, sowas ist mittlerweile eigentlich wirklich Standard geworden in Pokémon. Staub. Dreifach Staub, dreifach EP, Doppelbonbon. Es ist halt ein netter Bonus, ist natürlich geil. Wer würde sich nicht freuen? Aber an sich brauchen tut man es eigentlich nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, da kommt schon was Heftigeres. Also schreibt in die Kommentare, ob ihr auch glaubt, dass es was Heftigeres ist, als einfach dreifach alles. Stellt euch mal vor 1,5 Jahren oder so, hätte einer gesagt, dreifach EP fürs Fangen, dreifach Staub fürs Fangen plus Sternstück 4,5. Und mit Glückszeit 6-fach EP plus Doppelbonbon und das ist gar nicht so heftig. Stellt euch das vor, mal vor 1,5 Jahren hätte euch das einmal erzählt. Aber ich denke echt, wir sind momentan in einer Situation im Spiel angekommen, wo das eigentlich echt nicht mehr so interessant ist. Der nächste Punkt, der oft genannt wurde, ist, dass Gen 4 kommen soll als Ultra-Bonus. Was halt, ganz ehrlich gesagt, null Sinn macht. Gen 4 kommt auf jeden Fall so oder so. Das ist kein Bonus, das ist einfach, ja, das kommt einfach. Stellt euch mal vor, ihr seid in der Arbeit, ihr habt gute Arbeit geleistet, ihr kriegt einen Bonus, der Chef ruft euch so ins Büro. Yo, Mr. Hong, oder Herr Hong. Yo, Herr Hong, kommen Sie mal ins Büro. Ja, Sie haben diese Woche sehr gute Arbeit geleistet. Ich glaube, Sie haben sich einen kleinen Bonus verdient. Und ich so, oida, wirklich? Ja, danke, das freut mich zu hören. Ja, Sie haben sehr gute Arbeit geleistet und als Belohnung dürfen Sie dieses Wochenende frei haben. Digga, dein Ernst? Dieses Wochenende frei, das hat man so oder so, also Gen 4 kommt so oder so, das ist kein Bonus. Dementsprechend, nein, einfach nein. Ich hoffe, das macht Sinn. Dann, was auch sehr oft genannt wurde, was mich sehr überrascht, dass so viele da daran denken. Aber das ist einfach dann für 3 Stunden alle Legendären bisher kommen, abgesehen vom Mewtwo. Macht absolut gar keinen Sinn, meiner Meinung nach. Vor allem gab es ja Lavados Day, Zapdos Day und Arctos Day. Und dann soll es auch mal ein Day geben, wo alle Legendären kommen. Inklusive Arctos, Zapdos und Lavados. Also, da frage ich mich, wofür war Arctos, Zapdos und Lavados Day, wenn dann eh ein Day kommt, wo alle Legendären kommen. Dann waren ja die 3 Tage eigentlich vollkommen umsonst. Und außerdem gibt es pro Day eigentlich immer Shinies. Das heißt, wenn ein Everything Day kommen würde, dann müsste ja auch jeder Legendäre als Shiny verfügbar sein. Also, das macht auch absolut gar keinen Sinn. Dann gibt es noch die letzte Theorie, der letzte Punkt, der sehr oft genannt wird. Und für mich macht der auch am meisten Sinn. Ganz am Anfang habe ich nicht dran geglaubt. Habe ich für vollkommenen Schmarrn gehalten, aber mit der Zeit macht es immer und immer mehr Sinn. Vor allem heute sind keine Einladungen gekommen. Eigentlich hätten sie gestern rauskommen müssen, sind gestern nicht gekommen. Man dachte ja, okay, wegen Lovers Day wird es verschoben, weil in Amerika läuft er noch. Aber nein, gestern kam er nicht, heute kam er auch nicht. Und das passt ganz gut zum letzten Punkt, und zwar Mewtwo Day. Für 3 Stunden an jeder Arena Mewtwo, weil, ja, diese Woche kam keine Einladung. Das heißt kein X-Rate demnächst, abgesehen halt der heute stattfindet, am 10. Und dann am Abend kommt ja die Ankündigung. Macht eigentlich schon ziemlich Sinn. Vor allem jetzt mit diesen Beweisen. Als Abschluss Mewtwo nochmal für alle. 3 Stunden und dann kommt neuer X-Rate-Boss. Dementsprechend auch keine Einladung. Und das ist halt eine gute Möglichkeit, ein Shiny Mewtwo einzuführen. Weil an sich gibt es ja alle Shiny. Auch Mewtwo muss es irgendwann Shiny geben. Und was wäre passender als ein Mewtwo Day? Genau wie bei Zapdos, Lavados und Arctos. Dann für 3 Stunden mit der Möglichkeit auf Shiny. Es macht halt nur nicht Sinn, wenn man es von der Storyline her betrachtet. Weil im Anime zum Beispiel, da war ja der Chef der Vögel eigentlich Lugia.
Dementsprechend würde es Sinn machen, wenn Lugia jetzt für 3 Stunden kommen würde. Mit Möglichkeit auf Shiny, aber den gab es ja schon genügend. Also bitte kein Lugia mehr. Aber ja, Mewtwo macht Sinn. Kann ich mir gut vorstellen. Einladungen sind nicht draußen. Es wird auch langsam Zeit. Gen 4 steht vor der Tür. Mewtwo, X-Rate Boss, wird abgelöst. Also schreibt unten in den Kommentare, was ihr von dieser Theorie haltet. Aber wir werden es eh heute Abend sehen. Schaltet beim Livestream ein. Ich werde wahrscheinlich so ab 8 anfangen zu streamen. Noch ein bisschen den Staubbonus ausnutzen. Der endet ja auch heute Abend um 22 Uhr, wenn ihr das Video seht. Und dann, ich weiß nicht genau, wann es angekündigt wird, aber wahrscheinlich um 22 Uhr wird dann der Ultra-Bonus angekündigt. Wie gesagt, schaut's vorbei. Wir sind gespannt. Eure Meinung unten in die Kommentare. Also das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.